Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Es geht weiter mit die Gemeinschaft der Goronen oder der Gemeinschaft der Goronen, auf jeden Fall mit der Mission die Gemeinschaft der Goronen, wo wir anscheinend nur Darok und Yunobo spielen können. Bin mal gespannt, was man hier machen muss. Wahrscheinlich gibt, obwohl, da habe ich... Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich müssen wir wieder irgendwas am Todesberg machen, aber da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ob die Missionen vielleicht da spielen, wo dieses Icon auch ist. Das wäre natürlich geil. Wenn es die nicht einfach nur random über der Karte wären, sondern dass die halt dann auch wirklich da auf der Karte sind, wo die Mission stattfindet. Würde auch Sinn machen. Also, kann echt gut sein. So, dann lass mal schauen. Ja. Ja, passt, ne? Ist halt irgendwo in Hyrule. Und das ist da echt gut möglich. Ich frag mich, warum das gerade wieder so am Rumspacken ist, weil das kann doch nicht die Switch sein. Zumindest nicht die Switch alleine sein, dass es hier so rumlaggt. Okay. Sehr gut. Alles klar. Sehr schön, dass... Ach Mann, das brauche ich, nachdem ich da so viele Herzen direkt zu Anfang verloren habe, wollte ich sagen. Und sehr schön. Mit Bomben können wir tatsächlich noch so ein bisschen der Balken abziehen. Obwohl die gar nicht sichtbar sind. Obwohl wir mit normalen Angriffen normalerweise nichts abziehen könnten. Das ist sehr gut. Weil es ist halt frustrierend, wenn da nur noch so ein bisschen vom Balken übrig ist und dann kann man da einfach nichts machen. Boah, ey. Wie ich das nie hinbekomme, rechtzeitig das Kryo-Modul zu benutzen. Und diese Attacke, also... Diese schwere Attacke ist echt für den Arsch, ey. Holy shit. Okay, es sind immer entweder Bombenmodul oder Kryo-Modul, wie es aussieht. Okay, das wäre jetzt gemein. Okay, hier aus dem Radius rausgehen und wunderbar. Kann man echt nicht viel abziehen, ne? Ne, allerhöchstens einen Balken. Sehr schön. Oh, was? Ach, direkt Sturzattacke machen? Ja, okay. Ach, scheiß Dreck. Ja, komm, jetzt mach halt. Sehr schön. Mann, ey. Und wenn wir das Bombenmodul benutzen müssen, da können wir richtig gut was abziehen. Okay, sehr schön. Oh nein! Ah, dann benutze ich nochmal das Bombenmodul. Geht das? Scheiße! Och Mann! Das kann's doch nicht sein, ey. Okay, jetzt aber. Komm. Sehr schön. Und da ist er auch fast down. Scheiß Dreck. Komm, ich benutze mal die Spezialattacke. Habe ich noch gar nicht gemacht hier. Und ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Wir sollten auf jeden Fall versuchen... Ach,
Ich hab B gedrückt. Ich hab öfters B gedrückt und er will einfach nicht. Boah, ist das ein Scheißdreck, die Mission. Also der Kampf gegen den Leuen dauert viel zu lange. Okay. Man hat ja auch absolut keinen Platz, ne? Kann man komplett knicken. Ja, komm, ey. Ich muss mir das auf jeden Fall direkt angewöhnen. Direkt. Ja, zweimal direkt gesagt. Hört sich ganz toll an, wenn man so kommentiert. Ja, ich muss mir auf jeden Fall angewöhnen, direkt X zu drücken. Wenn ich das Kryo-Modul benutzt habe. Zumindest mit Darok. So, jetzt. Okay, das hat irgendwie absolut nichts gebracht. Und jetzt Bombenmodul. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Hä? Geht das jetzt daneben? Nein. Ist das gerade? Was soll das? Okay, ja gut. Den Blitzstab, den kann ich mir quer einführen. Der wird nichts bringen. So, zwei Schmetterattacken aber schon raus. Das ist sehr gut. Kryo-Modul, wunderbar. Ich weiß nicht, ob das ist Rollen. Also wenn man direkt X drückt, ohne was zu drücken. Also ohne vorher Y gedrückt zu haben. Also das ist hier, ob das nicht vielleicht mehr bringt, als normal anzugreifen. Probieren wir es mal. Nee, bringt genauso. Ja, okay, bringt vielleicht ein bisschen mehr, aber die Gefahr dabei, das zu verkacken, ist zu groß, als dass es sich lohnen würde. Finde ich. Okay. Kryo-Modul. Kennen wir ja mittlerweile, ne? Okay. Wunderbar. Nice. Sehr schön. Nächster Schmetterangriff. Und jetzt brauchen wir nur noch einen. Läuft dieses Mal viel besser und wir bekommen sogar einen Attackenhagel. Ich wollte gerade das Modul drücken, aber wir hatten es noch nicht da. Und weil ich erst so spät reagieren konnte, halt der Attackenhagel. Glück gehabt. Also nicht nur Glück gehabt von wegen gut ausgewichen, sondern sehr gut ausgewichen. Halt auch noch was rausbekommen, ne? So. Okay, dann nehmen wir ein bisschen mehr Abstand, weil wir da sowieso nichts abholen können. Sehr schön. Kryo-Modul. Ja, kennen wir ja, ne? Kennen wir ja mittlerweile. Okay, wunderbar. Er hat's noch geschafft. Jetzt klappt den weg, Mann. Ja, good job. Das Hauptquartier darf nicht fallen. Ist das da links oben? Dann würde ich da jetzt direkt hingehen. Weil da scheint auch ein Pyromagos zu sein. Aua. Das ist assi. Ja, wunderbar. Sehr schön. Und er hat auf jeden Fall andere. Ah!
Also da nach hinten oder was? Er hat auf jeden Fall andere Bewegungen als der Eisleune. Ne, der Elektroleune. Und ich finde es gerade ein bisschen kacke, dass er da dann doch nicht diesen Stasis-Move gemacht hat. Was war das? Ah, ne. Alles gut. Komm. Hau ihm da rein. Geh doch zu ihm, Mann. Was soll das? Sehr schön. Er ist aber schwächer als der Elektroleune, oder? Wirkt zumindest ein bisschen so. Und ich habe nichts zu fressen. Das ist uncool. Aber sehr cool ist, dass wir dann noch das Dingen rausbekommen haben. Weil ich dachte eigentlich, ich wäre zu spät dran. Und ja, ich denke, er ist tatsächlich schwächer. Weil bei ihm bekommen wir deutlich mehr Balken raus. Beziehungsweise, was heißt deutlich? Wir bekommen auf jeden Fall mehr Balken weg als beim Elektroleun. Alles klar. Sehr schön. Benutzen wir mal eine Spezialattacke. Die Balken sind voll. Okay. Wunderbar. Krümmodul. Und muss ich X früher drücken? Kann das sein? Das wirkt halt nicht wirklich wie eine vernünftige Sturzattacke. Okay. Ich benutze auf jeden Fall jetzt das Bombenmodul. Passt sogar. Okay. Aber es wären halt auch nicht mehr viele Balken übrig geblieben. Dankeschön. Mann, ey. Ja, komm, den haben wir fast. Der ist easy. Der ist sehr easy. Den machen wir weg. Okay. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob die Attacke sich lohnt, ehrlich zu sein. Ja, okay. Das scheint wohl die Sturzattacke zu sein, weil ich hab's direkt gedrückt. Oder was heißt direkt? Halt nicht direkt, weil ich glaube, dann hätte er die Eisplattform zerstört und der Leune hätte uns getroffen. Deswegen habe ich halt schon noch ein bisschen gewartet. Aber ich habe auf jeden Fall deutlich früher gedrückt als zuvor. So. Aber was? Der ist noch nicht down? Okay, benutzen wir mal das Bombenmodul, um der Attacke auszuweichen. Und sehr schön. Da ist der Leune down. Was ist mit dem Hauptquartier? Was ist damit? Das Hauptquartier fällt. Okay. Ja, da scheint aber alles in Ordnung zu sein, ne? Ich glaube, da ist alles in Ordnung. Dann lass mal versuchen. Ach so, wir müssen doch hierher. Na gut. Dann lass mal probieren, da hinten hinzukommen, wollte ich sagen. Aber ich merke hier gerade, hier sind wir noch nicht fertig. Ah, okay. Wegen dem Moblin da. So, dann böller den mal weg. Ein Monster ist vorgedrungen. Okay. Ja, okay. Dann müssen wir tatsächlich mal kurz zum zum Hauptquartier. Mann, ey. Geht doch vernünftig, Mann. So. Ja, ja, ist ja gut. Wir gehen ja schon hin. Boah, hier sind viele Viecher. Was machst du, Darok? Ich wollte die Spezialattacke benutzen. So, jetzt aber.
Ja, jetzt haben wir schon sehr gut aufgeräumt, aber es reicht natürlich noch nicht. Okay, ich denke, als letztes kommt wahrscheinlich eine Eisleune. Also werde ich das Elektromodul benutzen. Und mir das Eismodul dann für den Leunen behalten. Und das war der falsche Knopf. Eigentlich wollte ich Folgendes drücken. Ja, okay. Dann machen wir das vernünftig. Ich wollte eigentlich das Bombenmodul benutzen, um ihnen die Balken abzuziehen, aber... Na gut. Oh, der liegt da hinten, wollte ich sagen, aber nö. Das ist anscheinend noch ein Elektro-Pyromagus, der hier ist. Nein, lass mich... Ja, okay, dankeschön. Alter. Ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, hier nochmal zu failen. Wo ist Yunobo denn hingelaufen, Mann? Okay. So, jetzt sind wir da. So. Sehr schön. Komm, klopp den noch weg. Weg mit dir. Sehr schön. Da wird er richtig weggekloppt. Holy shit. Okay. Sind hier Äpfel drin? Nö. Irgendwie nicht. Ich habe keine Äpfel, ne? Ich denke, ich gehe mal weiter. Und kümmere mich um den Leunen. Bevor ich da komplett alle Herzen verliere. Nein. Oh, bin ich scheiße. Was zur... Alles klar. Okay, Bombenmodul. Sehr schön. Wunderbar, Yunobo. Boah, Yunobo ist viel stärker als Darok, oder? Kann das sein? Nö, das lassen wir. Das Dumme mit den Pfeilen rumgeschieße. Alter, ey. Holy shit. Sehr schön. Sehr schönes Ding. So. Okay, das hat noch gezählt. Obwohl es sehr scheiße gezielt war. Aber nun gut. Ich muss hier weg. Oh, ich habe mal Attackenagel bekommen, was? Ich muss hier raus. Kann ich hier raus, bitte? Mann, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich hab... Was? Boah, hat das viel Damage gemacht. Okay, ja gut. Gerade wollte ich mich ein bisschen aufregen, aber... Das ist tatsächlich sehr krank. Wie viel Damage das gemacht hat. Da muss ich auch sagen, ich habe A gedrückt, bevor er da angreifen wollte. Es wurde nicht übernommen. Und jetzt habe ich einfach mega viele Herzen verloren. Cool. Ja, nice. Ja, und da bin ich down. Es war so klar, dass das, dass die Kacke nicht übernommen wird, ne? Was soll das denn? So, und jetzt helfe ich dem dummen Hauptquartier nicht. Das ist mir egal. Ich gehe da jetzt zum Leunen hin, zum letzten. So.
Ja, komm, ey. Warum? Warum Eis? Nee, komm, er macht das jetzt schon zum zweiten Mal. Drücke ich aus Versehen R dabei, oder was? So, jetzt mach nochmal. Schönes Ding. Und jetzt noch ein letztes Mal. So, und jetzt ist Yunobo dran. Aua. Dieses dumme Dingen mit den... Mit den, mir ist... Ja, genau, mit den Pfeilen. Das ist ziemlich scheiße. Und gut, dass ich dem ausgewichen bin, weil sonst wäre es wieder extrem kacke geworden mit dem Damage. Oh shit. So. Wirf. Was macht er? Was macht denn Yunobo für eine dumme Scheiße? Ja, nee. Was soll das denn schon wieder? Was soll das? Jetzt mal ernsthaft. Hä? Okay, also... Wird das Hauptquartier fallen, wenn wir denen da nicht helfen? Das ist sehr kacke. Dann werde ich versuchen, hier den so gut zu machen, wie es geht mit Darok. Und dann werde ich Darok zum Hauptquartier schicken. So. Spezialattacke. Reingeböllert. Na, das hat echt übelst wenig Damage gemacht. Scheiße. Und die letzte Spezialattacke. Alles klar. Eis. Ja. Er geht halt komplett woanders hin, wenn man einmal Y drückt. So. Wir schicken jetzt Darok. Da oben hin. Da zum Hauptquartier. Was? Zum... Lass mich doch in Ruhe. So. Schön, dass ich jetzt schon wieder Damage bekommen habe. Mega geil. Was soll das denn? Müssen wir da echt hin und da schon wieder unnötig Damage kriegen? Bei dem scheiß Hauptquartier. Das kann's echt nicht sein, ey. Ich dachte, ich mach die mal kurz, die Mission, und dann können wir gleich mit den Hauptmissionen weitermachen, aber nö. Jetzt müssen wir hier schon wieder 10.000 Stunden rumhampeln. Ja, komm. Benutze halt nochmal deine Spezialattacke. So. Ich hab Stasis gedrückt 10.000 Mal und er macht es nicht. Boah, das fuckt so ab, diese Scheiße. Und es ist... Diese Müllmission hier, ne?
Nein, 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 nein. Andere Richtung. Genau andere Richtung. So. Ja, ey, komm schon, Mann! Was ist das für ein Dreck? Mach diese beschissenen Truhen doch mal auf. Wie wenig Damage die machen, ne? Boah, ich hätte die vorher upgraden müssen. So dumm von mir, das nicht zu tun, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen habe, immer zu machen, wenn wir mit jemandem fighten müssen. Ist der wenigstens down? Ja, der ist down. Sehr geil. Der ist down. Und... ja, komm. Ich will eigentlich alle zusammen hier rüber locken. Mann, mach doch die Spezialattacke. Ich habe jetzt schon wieder 10-mal gedrückt und er macht sie nicht. Meine Fresse, ey. Ja, komm, mach deine Spezialattacke und dann übernimmt Yonobo wieder. So. Jetzt nochmal. Und ein letztes Mal. Weg mit denen. Alles klar. So. Wie viele Stäbe haben wir? Ich glaube, das sind 3, oder? Ja. Ich denke schon. Dann probieren wir es mal hier. Mit dem silbernen Leunen. Ja, sehr schön. Hauptsache, er benutzt viele Module. Und vor allem nicht diese dumme Müllpfeilattacke. So, kriegst wieder einen Attackenhagel rein. Sehr schön. Boah, und gut, dass mich das nicht getroffen hat. Oh, shit. Ich wollte gerade meine Spezialattacke benutzen, aber ich habe ja gar keine. Das stimmt. Boah, hör doch mal auf und benutze irgendein Modul. Dankeschön. Mann, ey. Sehr schön. Sehr gut. Ich glaube, ihn müssen wir 5-mal treffen. Zumindest mit Yonobo. Oh, schönes Ding, Mann. Wunderbar. Eis, 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 Eis. Sehr gut. Boah, also die Attackenhagel, die laufen aber auch gerade, ne? Sehr schön. Okay, wunderbar. Ja, sehr geil. Yonobo macht einen echt guten Job. Okay, cool. Okay. Okay, wunderbar. Mach doch! Okay, sehr gut. Ja, genau, wie mit dem Stein in die Fresse, hat er nicht anders verdient. Nein, das lassen wir sein. Und dafür kriegst du eine Spezialattacke rein. Sehr schön. Ich glaube, das ist echt... gar nicht so effektiv, wie ich gedacht habe. Oh, und wie er nicht getroffen wird, was?
Okay, gerade mache ich das echt gut. Gerade, also da muss ich mich mal selber loben. Das mache ich echt gut gerade. Okay, wunderbar. Sehr schön. Nice. Jetzt haben wir ihn fast. Ich hoffe, das scheiß Hauptquartier fällt nicht in der Zeit. Das wäre echt hart abfuck, wenn das jetzt passieren würde. Oh, cool Modul. Sehr schön, sehr schön. Will er ihn mal... Ah! Scheiße. Okay, dann doch einmal getroffen, aber... Das macht nichts. Das macht nichts. Da ist er down. Alter. Wir haben es irgendwie geschafft. Ja. Irgendwie haben wir es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber... Es ist auf jeden Fall vorbei. Das ist die Hauptsache. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das war krank. Das war richtig, richtig krank. Und, wie lange haben wir dafür gebraucht? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Oh Mann. Ja, alles klar. Dann wird das wahrscheinlich heute wieder ein kürzerer Part. Schade, aber... Jetzt kann ich noch mehr schaffen. Ist nicht anders möglich. Weil da irgendwie 10 Minuten von der Hauptmission zu zeigen, möchte ich jetzt auch nicht. Machen wir die halt im nächsten Part komplett durch. Und, machen jetzt halt noch hier so ein paar kleinen Kram-Sachen. Und dann halt noch diese Mission, die da rechts oben in Eldin noch übrig ist. Ah ne, Moment mal, hier sind ja noch zwei Missionen. Oh, dann passt das, glaube ich, oder? Disziplin der Orni. Okay, jetzt geht's um die Orni und jetzt werde ich die auch mal buffen. Und zwar so richtig fett. Beide auf Stufe 75. Oh. Oh, nur Revali war so weit hinten. Okay. Alles klar. Gut. Was war eigentlich... Aha, jetzt finde ich es wahrscheinlich... Ah doch, da ist es. Empfohlener Level 26... Nee, Moment, Verteidiger des Postens ist das. Ich dachte gerade schon, wo ist denn das? Kann ich das... Ach, kann ich das bitte nochmal sehen? Ist es hier? Nein. Verteidiger des Postens... Da! Empfohlener Level 57, okay. Und trotzdem war es so krass. Na gut, wie viele Level muss man hier denn haben? Okay. Beide sind auf 75. Wie weit kann ich die denn hochziehen? Ne, beide auf 80 geht nicht, ne? Ja gut, dann lassen wir die so. Und kümmern uns mal um die Waffen von den beiden. Erstmal Revali. Was ist denn sein Bogen? Adlerbogen. Okay, aber hier haben wir schon einen viel stärkeren. Dann nehmen wir den hier. Und was ist denn da drauf? Was ist da drauf? Schaden in der Luft oder was? Ja, Schaden in der Luft. Okay, das ist sehr gut für die Orni. Und
und Angriffsgeschwindigkeit. Spezialleistende Regeneration hätte ich gerne, aber haben wir da auch plus plus? Schaden durch starke Angriffe plus plus? Nee. Okay, haben wir nicht. Dann mache ich das. Das, das, das. Und das. Passt das dann? Ja. Sehr schön. Und dann nehmen wir den hier. Moment, Moment, Moment. Okay, stimmt, das ging ja gerade gar nicht. Machen wir so. Angriffsreichweite, weiß ich nicht, ob ich das haben will. Effekt von Heil-Items. Schaden durch Spezialangriff. Wird sogar Schaden in der Luft wahrscheinlich nochmal machen. Geht das? Ja. Oh. Dann haben wir plus 28%. Das wird auf jeden Fall sehr geil sein. Weil bei den Orni ist das richtig gut. Bei den Orni ist das einfach richtig gut. Weil die ja sowieso die meiste Zeit in der Luft sind. So. Und jetzt böllern wir noch die rein. Wunderbar. Ja, komm. Lassen wir erstmal so, ne? So, dann Theba. Oh. Oh, oh, oh. Also, naja, okay. Er hat nur drei Bögen. Weil wir ihn halt echt selten spielen. Obwohl, warum haben wir dann so viele Sachen für Revali? Bekommen die Recken generell mehr Waffen, auch wenn man sie nicht spielt? Wahrscheinlich, ne? Puh. Naja, okay. Schauen wir mal. Ich habe gesehen, wir müssen gegen Wächter kämpfen. Na. Bin ich echt gespannt, wie das so laufen wird. Wenn es die meiste Zeit nur Drohnen sind, dann werden wir es easy hinbekommen. Aber gegen richtige Standwächter weiß ich nicht, wie das läuft. Besiege alle silbernen Moblins. Okay. Er ist doch nicht so oft in der Luft, wie ich dachte. War es dann... Ah, okay, doch. Doch, bei der Attacke hier... Doch, wenn er attackiert... geht er oft in die Luft. Das hört sich an, als würde er explodieren. Aber nee. Ihr wisst, wie ich das meine. So. Okay, fast. Ja, komm, mach hinne. Hallo. Scheiße. Okay, sehr schön. Das wollte ich machen. Und da ist er. Down. Das war brillant, Revali. Wie lernt man nur, sich so zu bewegen? Indem man... lernt. Okay. Ja, ja, okay. Aber bei Theba sieht man das auf jeden Fall sehr deutlich, ne? Er ist halt echt die meiste Zeit in der Luft. Okay.
Schade, dass wir die Waffe von Revali nicht auf ihm haben. Da wäre das dann nämlich richtig krass. Okay. Wenn er diesen starken Schwung macht, dann bringt das ja gar nicht, den Attackenhagel zu nehmen. Oder zu machen. Oh! Wir haben es zurückgezogen. Nice. Boah, Alter. Was ist mit dem... Was ist mit dem Knopf los? Der ist ja richtig laut. Hört man wahrscheinlich in der Aufnahme, also... Das muss dann schon was heißen. Der hat echt nicht so viel Reichweite, ne? Okay. Benutzen wir jetzt einfach das Bombenmodul. Und dann ist er down. Nicht schlecht, sag ich mal. Ja. Echt nicht schlecht. Das ist richtig. Oh, ups. So, jetzt. Wie groß der Bogen ist, ne? Das, also, die sehen gar nicht so groß aus auf den Bildchen. Aber... Wie gefällt euch das? Wenn man hier da mal schaut, die haben schon eine beachtliche Größe. So, nice. Oh, also der Wächter ist ziemlich schnell down. Also den kriegen wir ziemlich schnell down. Auf jeden Fall. So. Wie gefällt euch das? Eigentlich könnte der Wächter die Attacke gar nicht mehr machen, weil er nicht mehr genug Beine dafür hat, aber... na gut. So, da sieht man's. Er steht die ganze Zeit und jetzt können wir ihm auch schön die Balken abziehen. Okay. Und da ist er auch schon down. Besiege die Truppen des Wächters. Welchen Wächters? Naja, okay. Gegen was? Gegen was kämpft er hier gerade? Ach so! Huh? Den habe ich ja gerade. Habe ich ja gar nicht gesehen gerade. Was zur Hölle? Ah! Ich wollte ausweichen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin zu blöd gerade dafür. Okay, 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 okay. Benutzen wir die Spezialattacke. Wo ist der Wächter hin und warum hat die Spezialattacke... Mann, ey, ich kann nicht mal reden. Warum hat die Spezialattacke nicht getroffen? Nein, das lassen wir. Oder hat die Spezialattacke doch getroffen? Hm. Kein Plan. Der Wächter ist auf jeden Fall fast down. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Okay. Oh, was? Ich dachte, die wären schon fertig. Okay. Sehr schön. Man merkt auf jeden Fall, dass Revali um einiges stärker ist als... Ich konnte nichts mehr drücken! Ich konnte halt echt nichts mehr drücken, bis ich dann einfach runtergemacht wurde. Was war das denn für eine dumme Scheiße? Gut, dann benutzen wir jetzt direkt eine Spezialattacke. Und... Ah, okay. Ich dachte, er macht den Wirbler. Wo war dann... Ah, jetzt macht er einen Wirbler. So.
Nee, ich will doch rechts rüber. Dankeschön. Alles klar. Ich will nämlich die Beine wegmachen. Damit wir den vernünftig einfach wegmachen können. So, ich denke, jetzt lohnt sich auch nochmal eine Spezialattacke. Da werden dann nämlich alle getroffen. Sehr schön. Und der Wächter ist down. Warum ging das denn jetzt so easy? Was habe ich denn eben falsch gemacht? Ah, okay. Alles klar. Na gut. Mann. Man kann dieser Kackattacke von denen aber auch nicht ausweichen, ne? Oder muss man nach hinten und nicht zur Seite? Ich hab doch gedrückt. Also geh bitte auch zur Seite. Mann, ey. So. Sehr schön. Und dann benutzt nochmal eine Spezialattacke. Oh, das hat sehr fett Damage gemacht. Sehr schön. Und der ist schon direkt down. Hä, wo ist der denn? Da. Ich gehe mal am besten hier oben hin. Dann treffe ich den auch besser. So. Er schießt voll daneben, aber... Na gut. Dann halt so. Also, wenn... Wenn das da unten die Leiste von den Truppen ist, von der Truppenstärke, dann weiß ich nicht, wie wir das schaffen sollen. Nein, das lassen wir. Und stattdessen machen wir dir hier die Beinchen weg. Gefällt dir das? Bestimmt, ne? Ist gut. Ist auf jeden Fall gut. Also mir gefällt's. Komm, mach. Und dann brauchen wir auch nicht auf seinen komischen Strahl da achten. Oh, was? Was ist da gerade passiert? Warum hat er nicht geschossen da hinten? Ah, ich wollte doch da weg, nur ich war wieder in der Ecke eingesperrt. Ja, ich habe Dodgen gedrückt. Nur, es ist wieder... Er wollte halt wieder nicht. Er wollte halt einfach wieder nicht. Aua. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt einfach drei Spezialattacken raushaue, dass dann weg ist. Ja. Ich denke, das passt. Okay. Ja, okay. Dann muss ich tatsächlich jetzt noch die letzte Spezialattacke benutzen. Aber dann ist er auch down. Und das war schon die Mission. Alles klar. Na gut. Aber was das für ein Scheiß manchmal ist, das ist, naja. Das ist sehr uncool. Ja. Und jetzt würde ich sagen, wenn bei der Mission dabei steht, dass es ein Zeitlimit hat, dann machen wir sie. Und wenn nicht, dann nicht. Weil... Wenn das keine mit Zeitmission ist, mit Zeitlimit,
es keine Mission mit Zeitlimit ist, dann dauert die wahrscheinlich länger. Zeitlimit. Alles klar. Und wir benutzen endlich mal wieder Link. Nee, nicht Daruk. Link. So. Let's go. Dann kriegen wir die nämlich... Ja, dann kriegen wir die wahrscheinlich auch noch in den letzten 10 Minuten hin. Weil über einer Stunde ist okay bis 10 Minuten. Also bis 70 Minuten Partlänge ist zwar noch in Ordnung. Eine Stunde wäre mir am liebsten. Und... nee, anders formuliert. So 50 bis eine Stunde, 50 Minuten bis eine Stunde wäre mir am liebsten. Aber wenn es bis 70 Minuten geht, ist das auch nicht schlimm. Aber alles darüber ist dann schon zu viel. Okay, benutzen wir mal hier dieses Dingen. Alles klar. Komm, geh drauf, Link. Hast ihn sehr gut getroffen. Und mit Stasis. Stasis haben wir ihn. Ich glaube zwar nicht, dass er schon down ist, aber ja. Die erste Spezialattacke ist zumindest draußen. Wunderbar. So, was ist da los? Ja, genau, dreh dich mal zu uns. Hä? Als ob. Komm schon, ey. Mann, jetzt mach doch diesen zweiten dreckigen Arm weg da. Okay, sehr schön. Er wollte gerade werfen. Hä? Warum ist der Arm denn nicht weg? Was soll der Scheiß? Ja, warum geht der Arm jetzt nicht weg? Der linke Arm immer am stärksten, oder was? Der Arm will nicht weg. Es geht nicht. Aber gut. Er ist down. Sehr schön. Ein Zorn-Magma-Rock. Ja! Entspann dich doch mal. Spawn vielleicht erstmal, bevor du angreifen darfst. Okay. Also er kriegt dadurch auf jeden Fall schon eine Menge Damage. Dann würde ich vorschlagen, wir machen damit einfach mal weiter. Was war das? Was war das denn? Ja, willst du nichts machen? Hallo? Pff, na gut. Okay. Ihn haben wir. Moment mal, ein Zorn-Magma-Rock. Das heißt, wir können... Ja, wir können doch nicht mal drauf, ohne Damage zu bekommen. So. Okay, alles klar. So. Ich habe eine sehr gute Idee. Ja, nice. Aber hat dem Magmarok das auch? Nee. Irgendwie nicht. Aber ist auch egal. Dann kloppen wir ihm an. Dann kloppen wir ihm einfach nochmal auf den Stein drauf und dann ist gut. Kryomodul. Das friert den nicht ein, ne? Das friert den nur ein, wenn... Oh, scheiße. Ah! Es friert denn nur ein, wenn Wasser in der Nähe ist.
Gibt's hier drin denn Wasser? Nee, oder? Ich glaube nicht. So. Aua. Ja, hat er ganz toll gemacht. So eine Drecksau, ey. Gut, der Ivarok ist zumindest fast down. Ja, und da ist er weg. So, benutzen wir Stasis. Und wie sieht es mit dem Zornmagma-Rock aus? Der ist auch fast weg. Nee, das war nicht das richtige Modul. Ich glaube, er wollte Kruo einsetzen. Also ja, die Attacke für das Kruo-Modul, aber... haben wir irgendwie abgebrochen. Mit der... mit dem Bombenmodul. Ah, sehr gut. Und das war's. Sehr schön. Alles klar. Dann ist der Part 57 Minuten lang. Eine sehr, sehr schöne Länge. Gefällt mir sehr gut. Nur, dass wir jetzt hier schon wieder aussortieren müssen. Feier echt nicht so hart. Ja, das machen wir weg. Das machen wir weg. Ja, das behalten wir auf jeden Fall erstmal. Ist nämlich ziemlich geil. Die Beutequote und dann das noch. Das noch. Das weg. Das. Ja, und dann war es das erstmal. Sehr schön. Und wir bekommen... das Diamant-Stirnband, edler Kopfschmuck, der in Schmuckläden der Gerudo verkauft wird. Die meisten Betrachter verlieren sich regelrecht in seinem Funkeln. Ja, same muss ich sagen. Aber da schauen wir dann im nächsten Part, wie das so aussieht. Bevor wir dann die Hauptmission weitermachen. Da habe ich auf jeden Fall schon ziemlich Bock drauf. Ich hoffe ihr auch. Und würde ich auf jeden Fall mich schon mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Die Mission hier machen wir aber ein andermal. Ja, bis demnächst und ciao.